Jetzt offensichtlich relativ neu auf dem Markt, trotzdem zu spät für Ostern, sind Timargo Laserlightpots. Ganz ohne Laser, trotzdem in Form eines Eis. Laser wären ja viel zu gefährlich für kleine Kinder. Es wird wahrscheinlich nur eine Leuchtdiode sein. Irgendwann auf dem Weg von Asien nach Europa muss man sich entschlossen haben, die Dinger statt Tamago, Timargo zu nennen, was genauso blödsinnig klingt. Aber weiß der Geier, woran das liegt. Vielleicht wollte man von Tamagotchi ablenken, was ja so ähnlich klingt. Zumindest ist hier ein Aufkleber drauf, der das Original Tamago überdeckt. Und die Webseite heißt aber trotzdem noch zurutamago.com. Etwas merkwürdig. 100 Stück und mehr wird es geben. Das ist toll. Vertrieben von Giochi Preziosi. Jetzt erhältlich in jedem guten Supermarkt und wahrscheinlich auch im Spielwarenhandel. Wen interessiert's? Lasst uns reingucken. Da ist er. Tamago, ne? Ich wusste es doch. Ein Ei. Mit Aufhänger und komischen goldenen Plastikschlieren drauf und einem Knopf. Es leuchtet, wenn man drauf drückt. Aber es leuchtet nicht nur, sondern es projiziert etwas. Kann man das erkennen? Ich hoffe doch. Leider kann man wirklich nicht sehr gut erkennen, was es projiziert, selbst wenn es dunkel ist, denn die Linse ist komplett unscharf. Das nutzt nicht viel. Naja, vielleicht doch mit Mühe und Not. Irgendwas mit einer 20. Und einem goldenen Drachenvieh, keine Ahnung. Wir haben bestimmt noch irgendwelche Booklets dazu, oder? Oh, Tamago. Da war man nicht ganz so vorsichtig. Wenn es Lizenzschwierigkeiten gab, gibt es die jetzt immer noch. Denn das Booklet ist immer noch das Original. Collect Project Battle. Light Up Projector Battle Ports. Wow, das klingt alles so interessant, so richtig spannend und alles. Und die Anleitung hätte wohl kaum kleiner gedruckt werden können. Die kann ich kaum erkennen, obwohl ich 10 cm hinter der Kamera sitze. Wie gespielt wird. Aha, kämpfe mit den Elementen. Okay. Und das Ganze ist einfach Stein, Schere, Papier, wie es aussieht. Erde schlägt Wasser, Wasser schlägt Feuer und Feuer schlägt Erde. Boah. Boah, hätte man fast gedacht, ne? Und es gibt 100 oder mehr Stück. Ich will sie jetzt nicht alle zählen. Oh, 109. Na gut. Und alles ist so klein gedruckt, wie nur möglich. Damit man bloß blind wird, schon in der Kindheit und dann spätestens mit 10 Jahren mit der Brille auf dem Schulhof gehänselt wird, nicht wahr? Das ist eine gute Idee. Das ist auch eine tolle Idee. Das liest man besser nicht. Das kann man nämlich kaum entziffern. Do not aim at eyes. Intense light. Possible vision hazard. Ja, das macht das mit der Brille noch viel wahrscheinlicher. Egal. Also, das Ganze funktioniert wie Stein, Schere, Papier, nur dass noch die Seltenheit offensichtlich ins Spiel kommt. Die billigen, kleinen, doofen Dinger, so wie vermutlich das hier, haben kaum einen Wert. Irgendwie nur so 20 Punkte hat das hier. Und die teuren Superteile haben 100.000 zum Beispiel. Und wenn man einen höheren Wert hat, hat man gewonnen. Zu Deutsch, wenn man mehr Geld ausgegeben hat, hat man gewonnen. Es ist also ein Pay-to-Win-Spiel. Super. Die Dinger kosten übrigens 3,49 €, enthalten drei Batterien, die nicht ersetzbar sind. Dennoch wird hinten darauf hingewiesen, wenn man es dann lesen kann, dass es benötigt drei Batterien LR41, nicht auswechselbar. Warum schreiben sie es dann drauf, wenn es das nicht benötigt? Denn sie sind ja schon drin. Aber sie wissen ja auch nicht, wie das Ding wirklich heißt. Solche Identitätskrisen können manchmal vorkommen. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wie viele sind wir denn? Wie viel sind wir wert? Ich kann das schon wieder nicht erkennen, aber ich glaube 20. Ich habe das Ding übrigens nicht gefunden bis jetzt. Es wird wahrscheinlich eins von den Superteilen. Ach hier, 20 Punkte, das ist Nummer 2. Wow, das kann man wirklich kaum erkennen. Das ist irrsinnig. Diese kleinen Bildchen darauf, die bringen einem kaum was. Ist das wohl die Originalgröße der Scheibe, die hier projiziert wird? Wahrscheinlich. Ja, Ich finde es ja nett, dass sie sich damit ein Spielchen ausgedacht haben, aber das ist ja so banal wie nur was. Und es wirkt am Ende doch nur so, als ob sie nur möglichst viele von diesen Dingern verkaufen wollen, was natürlich logisch ist. Würde ich auch wollen. Ja, das ist eine schöne Sache. Sowas hänge ich mir jetzt an den Osterstrauch nächstes Jahr, denn diesmal habt ihr es ja nicht geschafft, das rechtzeitig auf den Markt zu kriegen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!